Fahrt ihr immer noch jeden Tag mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit? Wie viel Zeit geht euch da verloren? Jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde? Könnt ihr die Zeit nicht anderweitig besser gebrauchen? Wir haben heute für euch 6 top angesagte Homeoffice-Jobs, mit denen ihr vollständig von zu Hause oder anderswo auf der Welt Geld verdienen könnt. Mit diesen Jobs seid ihr so flexibel, dass ihr eure Zeit frei einteilen könnt und arbeiten könnt, wann immer ihr wollt. Also bleibt dran, es wird interessant. Ihr habt heute die einmalige Chance, euren 9-to-5-Job zu entfliehen. Egal, ob ihr Vollzeit arbeitet, ob ihr Student seid, es ist für jeden was dabei mit unseren Remote- oder Homeoffice-Jobs. Ich wette mit euch, dass ihr 2 dieser Jobs noch gar nicht kennt und was ihr damit für Möglichkeiten habt. Denn das Internet bietet uns heutzutage völlig neue Möglichkeiten. Überlegt uns mal, was die letzten Jahre und Jahrzehnte für Jobs ausgeübt wurden. Da war nichts mit Homeoffice oder Internet, da waren wir froh, wenn man ein Handy hatte. Jeder musste ständig irgendwo auf Arbeit sein, in irgendeiner Fabrik sein oder in einem Laden sein oder sein Handwerk ausüben. Heute können wir so viele Dinge einfach von zu Hause und online machen, egal wo wir sind. Legen wir nun los mit Homeoffice Job Nummer 1. Der Texter oder Schreiber als Freelancer. Ein Freelance-Schreiber oder auch ein freier Autor oder Texter genannt, arbeitet ortsunabhängig und schreibt Texte für verschiedene Kunden und Projekte. Die Aufgaben eines Freelance-Schreibers können vielfältig sein und umfassen zum Beispiel das Erstellen von Inhalten, also das Verfassen von Artikeln, Blogposts, Social-Media-Beiträgen und anderen Texten. Die Recherche, also das Durchführen von Recherchen, um genaue und relevante Informationen für die Inhalte zu sammeln, die geschrieben werden. Das Korrekturlesen und das Editieren, also das Überprüfen und Bearbeiten von Texten, um Rechtschreibfehler, Grammatik und Stilfehler zu beheben. Die SEO-Optimierung, also die Suchmaschinenoptimierung. Ja, die geschriebenen Texte müssen für die Suchmaschine optimiert sein, um die Sichtbarkeit und das Ranking auf den Webseiten zu verbessern und zu optimieren. Und außerdem muss ordentlich mit den Kunden kommuniziert werden in der Abstimmung, um die Anforderungen und Erwartungen zu verstehen und umzusetzen. Als Freelance-Schreiber können wir für unterschiedliche Branchen und Arbeitgeber arbeiten. Zum Beispiel können Auftraggeber sein Verlage, Marketingagenturen, auch Unternehmen und Einzelpersonen. Schaut ihr nach offenen Angeboten, bieten sich direkt folgende Verdienstmöglichkeiten für euch. Bis zu 28 Euro die Stunde, 40 bis 100 Euro die Stunde, 40 bis 120 Euro die Stunde, 3.000 oder 4.000 Euro brutto im Monat. Je höher eure Qualifikation, umso mehr bekommt ihr natürlich. Unser Homeoffice-Job Nummer 2 ist der Remote Researcher. Eine Durchführung von Recherchen und Analysen für verschiedene Projekte und Branchen in oft akademischen oder geschäftlichen Bereich sind vonnöten. Ja? Die Aufgaben eines Remote Researchers können je nach Branche und Projekt natürlich variieren und umfassen typischerweise die Literaturrecherche, ja, also das Suchen und Analysieren von wissenschaftlichen Artikeln, von Büchern, Berichten und anderen relevanten Quellen, um fundierte Informationen zu sammeln. Dann müssen die Daten analysiert werden. Ja, die gesammelten Daten müssen ausgewertet und interpretiert werden. Vielleicht könnt ihr dann Muster erkennen, Trends erkennen und Schlussfolgerungen daraus erkennen. Und dadurch könnt ihr auch statistische Software-Tools nutzen. Außerdem ist die Aufgabe die Marktforschung. Ja, ihr untersucht Markttrends, Wettbewerber und Zielgruppen, um Unternehmen die strategische Entscheidung zu vereinfachen und zu unterstützen. Ihr unterstützt bei Umfragen und Interviews, ja, ihr entwickelt und führt Online-Umfragen durch und Interviews, um qualitative und quantitative Daten zu sammeln. Und letztendlich, wenn ihr alles zusammen habt, erstellt ihr einen Bericht, ja, detaillierte Forschungsberichte, Whitepaper, Präsentationen und Zusammenfassungen, um eurem Auftraggeber die Ergebnisse klar und prägnant darzustellen. Ein Researcher verdient bis zu 62.800 Euro brutto im Jahr. Der nächste Homeoffice-Job ist der digitale Nomaden-Coach. Unterstützung und Beratung für Menschen, die ein ortsunabhängiges Leben und Arbeiten anstreben. Ein digitaler Nomad ist jemand, der ortsunabhängig arbeitet und dabei moderne Technologien wie das Internet nutzt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Digitale Nomaden arbeiten in der Regel in Berufen, die keine feste Anwesenheit an einem bestimmten Ort erfordern. Die spezifischen Tätigkeiten und Arbeitsweisen können stark variieren, aber hier sind einige gemeinsame Merkmale und Aufgaben. Das ortsunabhängige Arbeiten. Digitale Nomaden arbeiten von verschiedenen Orten aus. Das können Cafés, Bibliotheken, exotische Reiseziele sein, überall da, wo sie ihren Laptop und Smartphones benutzen können. Es handelt sich um freiberufliche Tätigkeiten für Selbstständige. Die digitalen Nomaden bieten dann Dienstleistungen an, wie im Bereich Webentwicklung, Grafikdesign, Content-Erstellung, Online-Marketing, Coaching und Mentoring und so weiter. Das Unternehmertum ist ein weiteres Merkmal. Digitale Nomaden betreiben eigene Online-Geschäfte, E-Commerce-Shops, Blogs oder verkaufen Online-Kurse, um ihr Einkommen zu ermöglichen und ihr Reisen zu finanzieren.
Sie können flexibel arbeiten. Sie bestimmen selber, wann und wo Sie arbeiten wollen und was zu Ihren Reiseplänen und persönlichen Vorlieben passt. Sie müssen sich allerdings selbst organisieren. Ja, also Ihre Projekte und Aufgaben müssen Sie eigenständig organisieren, Deadlines einhalten und Ihre Finanzen verwalten. Die Reiseplanung ist ein wichtiges Tool, was Sie machen müssen, weil neben der Arbeit gehört natürlich auch die Planung und Organisation Ihrer Reisen zu Ihren eigenen Aufgaben. Dazu kommen Buchen von Unterkünften, Flüge und man muss sich über die Visa-Ein- und Ausreisebestimmungen informieren. Die Lebensweise eines digitalen Nomaden bietet viele Freiheiten, erfordert aber auch viel Disziplin, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, sich an alle möglichen Arbeitsumgebungen und die Kultur anzupassen. Wenn wir hier mal schauen, die angebotenen Stundenlöhne von Coaches für digitale Nomaden-Lifestyles liegen hier so zwischen 40 und 75 Dollar. Ein nächster Homeoffice-Job ist der virtuelle Eventplaner. Dieser ist für die Organisation und Durchführung von Online-Veranstaltungen verantwortlich. Hier umfasst seine Rolle eine Vielzahl von Aufgaben, um sicherzustellen, dass alle virtuellen Events reibungslos ablaufen und die gewünschten Ziele erreicht werden. Hauptaufgaben sind zum Beispiel die Konzeption und Planung des Events inklusive Zielsetzung und Zielgruppenbestimmung und das Format, ob es jetzt ein Webinar ist oder eine virtuelle Konferenz oder ein Workshop. Dann die technische Planung, ja, also man muss die richtige Plattform und Tools für das Event auswählen. Dann muss das Programm gestaltet werden, ja, man muss einen detaillierten Eventplan, ein Programm einschließlich Zeitpläne, Redner, Präsentationen und so weiter koordinieren. Die Koordination der Redner und Teilnehmer muss koordiniert werden, damit diese alle mit Schulungen zurechtkommen und die Anweisungen zur Nutzung der technischen Plattform haben. Außerdem muss ein Event Marketing und promoted werden. Ja, also ihr müsst Strategien entwickeln, um das Event zu bewerben und die Teilnahme zu fördern, damit genug Leute teilnehmen und das eine entsprechende Reichweite hat. Ihr kümmert euch um die Registrierung und das Teilnehmermanagement, die Eventdurchführung natürlich. Ihr moderiert das und überwacht, dass alles in Echtzeit reibungslos verläuft. Ja, in der Nachbereitung müsst ihr natürlich Feedbacks einholen, Follow-up-Kommunikation mit Teilnehmern und KPIs erstellen. Virtuelle Eventplaner müssen ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten haben und eine gute Kommunikationsfähigkeit haben. Wir haben Angebote gefunden, wo hier bis zu 700 Euro am Tag für einen virtuellen Eventplaner angeboten werden. Also eine hervorragende Bezahlung. Der fünfte angesagte Homeoffice-Job ist der Online-Tutor oder Lernbegleiter. Der Bedarf an Online-Bildung wächst und wächst immer mehr, weil immer mehr Schüler und Studenten nach der Suche für zusätzliche Unterstützung beim Lernen sind. Ein Online-Lernberater ist im Grunde eine Fachkraft, eine Schülerin oder Student oder Erwachsener, der besonders gut ist in gewissen Fächern und er hilft quasi anderen, ihre Lernziele zu erreichen. Die Hauptaufgaben sind zum Beispiel die individuelle Beratung. Man muss natürlich erstmal die Lernbedürfnisse und Ziele in einem Gespräch in Erfahrung bringen. Man muss einen Lernplan erstellen. Man muss bei der Kursauswahl unterstützen. Ja, die Lernenden müssen geeignete Online-Kurse, Programme und Ressourcen zur Verfügung gestellt kriegen. Man muss offen und ehrliches Feedback geben. Also wie ist man zufrieden mit den Leistungen und Fortschritten des Lernenden? Als Online-Lernberater winken euch online zum Beispiel Angebote von 15 bis 45 Euro die Stunde und ihr braucht keine Vorkenntnisse. Der letzte Homeoffice-Job heute ist der Online-Moderator. Als Online-Moderator überwacht ihr Foren, Social-Media-Gruppen oder Online-Communities, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die Regeln befolgen, keiner beleidigt wird oder nicht gewünschte Inhalte verteilt werden. Eure Aufgabe ist im Grunde die Überwachung von den Beiträgen. Ja, ihr überwacht die Kommentare, soziale Medien und andere Communities. Wenn Regelverstöße stattfinden, müsst ihr das melden. Ihr identifiziert unangemessene Beiträge, Spam oder beleidigende Inhalte und ergreift entsprechende Maßnahmen wie Löschen oder Sperren von den Nutzern, dass die nicht mehr sowas posten können. Ihr antwortet auf alle möglichen Fragen, die die User haben, der Community und bietet Unterstützung und klärt letztendlich Missverständnisse auf. Als Online-Moderator verdient man zwar nicht sonderlich viel, aber 17 Euro die Stunde sind auf jeden Fall drin und wenn man Quereinsteiger ist, ist das sicherlich auch schnell gut verdientes Geld, wenn man alles von zu Hause oder von überall machen kann. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.